Liebe Gemeinde, wie geht es Ihnen, wie geht es euch in dieser Krise? Hat sich viel für euch verändert oder eher wenig? Und wie ist eure Stimmung? Ich habe gestern mit einem Senior aus meiner Familie telefoniert und der hat gesagt, für ihn hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Er kann weiterhin mit dem Hund spazieren gehen und zum Einkaufen fahren. Nur seine Enkel kann er jetzt eine Zeit lang nicht sehen. Aber ich hatte so den Eindruck, der nimmt das alles eigentlich ganz locker. Dann habe ich mit anderen gesprochen, die wütend sind. Wütend, weil sie nicht mehr arbeiten können. Wütend, weil Feste und Feiern entfallen. Ärger ist da, weil eigentlich alles abgesagt werden muss. Und dann gibt es auch die, die Angst haben. Angst um ihre Gesundheit. Vielleicht, weil sie eine Erkrankung haben, die ihnen jetzt in die Quere kommen könnte. Und die vielen Selbstständigen. Immer wieder erreichen mich da Hilferufe über die Medien oder man sieht es im Fernsehen oder auf Facebook. Eine Friseurin, die ich gut kenne, die hat auf Facebook gepostet, dass ihre Kunden möglichst viel bei ihr jetzt bestellen und einkaufen sollen, Haargel, Bartöl oder Shampoo, damit sie mehr Liquidität hat und besser jetzt durch diese Krise kommt. Und Gutscheine wurden ausgegeben, die man jetzt bezahlt und später einlösen kann. Und dann ist auch ein Hilferuf jetzt zu sehen gewesen eines Bäckers, der unter Tränen seine Kunden bittet, sie mögen doch weiter bei ihm einkaufen, damit er durch diese Zeit kommt. So viele verschiedene Gefühle, Gleichgültigkeit, Wut und Angst. Vielleicht sind sie ja manchmal in einem auf einmal da. Manche Menschen sind auch erschöpft, zum Beispiel, weil sie im Krankenhaus arbeiten. Ich habe den Eindruck, sie brauchen jetzt ganz viel Zuspruch. Und Trauer kommt auch schon zum Vorschein, wenn ich mir die Schicksale im Fernsehen ansehe von denen in den Krankenhäusern. Ich hoffe jedenfalls, ich verliere keinen lieben Menschen. Und ich hoffe, auch Sie verlieren keinen lieben Menschen. Mitten in den schweren Gefühlen, Trauer, Angst und Wut, blüht etwas auf. Das ist die Botschaft des heutigen Sonntags. Das ganze Leben von Jesus Christus zeigt das und hat diese Aussage, dass etwas aufblüht. Die Kirche bildet ja im Jahresablauf das Leben von Jesus Christus ab. Wir kommen von Weihnachten, wo wir gefeiert haben, dass Jesus geboren wurde. Und wir blicken auf Ostern, wo wir daran denken, dass Jesus gestorben ist und feiern, dass er auferstanden ist. Und jetzt, diese Zeit, die nennen wir Passionszeit. In dieser Zeit bedenken wir das Leiden von Jesus, den Leidensweg von Jesus Christus. Warum ist das so, dass sich die Kirche eigentlich ganz lange Zeit, einige Wochen, mit dem Thema Leiden von Jesus beschäftigt und befasst, in der Passionszeit? Ich glaube, das hat ganz viel Positives, wenn man genau hinschaut. Es heißt, du wirst gesehen, auch dann und gerade dann, wenn es dir schlecht geht. Du bist nicht allein mit dem Päckchen, das du zu tragen hast. Und Jesus selbst, Gott selbst, ist den Weg des Leidens gegangen aus Liebe. Bis ans Kreuz. Und in diesem ganzen Leidensweg scheint die Freude auf. Freude darüber, dass sich Gott den Menschen zuwendet, gerade da, wo es am nötigsten ist. Freude, dass wir auf unserem Lebensweg, auch in unseren Höhen und Tiefen, nicht allein sind, sondern begleitet. Freude auch, auf das, was kommt. Auf die Nacht
folgt der neue Morgen. Auf den Winter folgt der Frühling. Auf den Tod die Auferstehung. Im Evangelium haben wir gehört, dass Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Jesus meint seinen eigenen Weg mit diesem Vergleich vom Samenkorn. Das Samenkorn, das in die Erde gelegt wird und erstirbt, das aufbricht und neues Leben entsteht, der Halm wächst daraus. Und aus etwas ganz Kleinem kommt etwas viel Größeres heraus. Das ist der Vergleich für Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Er ist gestorben, aber er ist auch auferstanden. Und in die Welt ist Glaube, Hoffnung und Liebe gekommen. Jesus möchte uns in diese Bewegung mit hineinnehmen. In diese Bewegung vom Tod zum Leben. Deshalb haben wir Grund zur Freude. Deshalb gibt es diesen Sonntag in der Passionszeit, der Laetare heißt. Freut euch. Deshalb können wir mit offenen Augen nach vorne blicken. So viele Gefühle, die uns bestimmen können. Angst, Trauer und Wut. Aber die Freude durchzieht unser Leben. Die Freude, die von Christus kommt. Diese Freude darf spürbar werden. Bei allem Schweren, das jetzt ist und das jetzt manche tragen müssen, möchte ich Ihnen folgende Fragen mitgeben. Was ist es, das dir Freude gibt? An was freuen Sie sich jetzt trotz allem? Was gibt es Positives in dieser Situation, in dieser Krise? Das kann so etwas Kleines sein, wie dass man jetzt endlich mal Zeit hat, die Dinge im Haus zu erledigen, die schon lange liegen geblieben sind. Vielleicht einen Film anzuschauen oder ein Buch zu lesen, das schon lange im Schrank steht. Aber auch kann es sein, die Hoffnung auf das Danach, auf den Wiederaufbau nach der Krise. Und schließlich kann es auch der Glaube sein, der Glaube an den Weg Jesu, der durch den Tod zur Auferstehung führt und in den wir mit hineingenommen sind. Dass auch unser Leben wie ein Weizenkorn ist, das erstirbt, aber aus dem etwas viel Größeres und Schöneres erwächst. Ich wünsche Ihnen in dieser Situation der Corona-Krise alles Gute und viel Freude. Machen Sie das Beste daraus. Halten Sie durch, wo nötig. Unterstützen Sie sich, unterstützt euch gegenseitig und bleibt gesund. Amen.